Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Dewpoint Hospital. Dam, dam, dam. Naja, eigentlich nicht dam, 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 aber ist egal. Ja, wir sind beim letzten Stern. Wir müssen eine Krankenhausstufe von 18 erreichen. Das kriegen wir hin, indem wir unser Krankenhaus expandieren, mehr Zimmer bauen, mehr Leute und besseres Personal einstellen oder einfach unsere bestehenden Mitarbeiter weiter befördern und ausbilden, ne? Weiter und befördern, genau. Hier. Zwei Weiterbildungen haben wir schon, die warten nur drauf. Wie sieht es denn hier so aus? Ja. Nicht schlecht. Was wollte ich hier? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß wieder. Genau. Ist die Station denn auch hier rüber? Bearbeiten. Dann nehmen wir das noch. Superstandchen. Was ist denn da ungültig? Weiß ich nicht. Was ist denn da ungültig? Machen wir einfach so. Bearbeiten. Ach komm. So genau scheiß keine Hände. Ich hoffe, das funktioniert, was ich vorhabe. Dann bitte, lass mich überlegen. Ich glaube, die Station passt da auch gar nicht hin. Ah, die Toilette. Nicht bearbeiten. Da reicht mir eine Kopie. Objekte, silberne Bänke. Mülleimer. Desinfektion. Sind ja alles so ein bisschen schmuddelig. Klimaanlage, ne? Wird gerade gesagt, es ist doch verdammt heiß hier drin. So. Das tut's. Luxus-Snackautomat. Und ein Getränkeautomat. Ich denke, das reicht erstmal so. Ein Krankenpfleger wird in der Kardiologie verlangt. Zimmer, dann können wir hier nämlich ein Café hinbauen. Es ist auch zu groß, ne? Das ist so krass. Ja. Die Leute können hier auch gar nicht durch, wirklich. Naja, es geht noch. Einstellen. Assistent. Viel Spaß.
Was ist das? Ja, komm. Ich überlege gerade, ob wir das nicht vielleicht auch denn noch rüberschieben, dahin, damit es da nicht mehr so eng ist. So. So, du kommst jetzt mal dahin. Ihr habt doch auch nichts zum Spielen oder so, ne? If we dive. Sehr viel Mülleimer habt ihr auch nicht. Ich bin ja begeistert. So. Objekte. Und dann noch der Mülleimer. Dann ist das hier nämlich mal ein bisschen freier. Ich denke, das reicht. So viel kommen da eh nicht hin. Das könnten wir dich ausbilden. Wir haben schon 5 in Genetik. Vielleicht in Diagnostik. Epidemiewarnung. Fürchterlicher Fluch. Fangen wir mal an. Du auf jeden Fall. Du wohnst ja, du hast ja eh den Gang. Die sind voll, voll beschwingt, die Frau. Also, was ist denn hier los? Die jährliche Prüfung, bitte. Naja, immerhin. Eine Assistenz zum Marketing, bitte. Wie viel habe ich denn schon? Einer noch. Einer geht noch. Wo ist er denn? Laufen wir eigentlich jetzt gerade ganz normal? Nee, du hast ja so oder so. Dafür, dass sie echt sauer sind, schwingen die aber noch ganz schön schön. Du kannst noch nicht. Wo ist denn? Ist doch nur einer. Boah, dann lade ich die Leute eigentlich immer wieder ein. Also immer einen zu finden ist irgendwie wie die Nadel im Heuhaufen. Ich weiß es nicht. Weil wir können ja schlecht die Leute anpieksen, die ja eh unter die Krankheit leiden. Für mich laufen die noch alle gerade ganz normal. Kann denn nicht mal einer hier so. Vielleicht ein paar mehr Objekte.
Niemand weiß wirklich, was in diesen Hylotology-Camps der Orbi-Stiftung vor sich geht. Es ist immer nur noch einer. Ich meine, von außen wirken sie wie Krankenhäuser. Aber von innen? Patienten wird untersagt, die geheimen Orbi-Heilmethoden zu enthüllen. Vielleicht sollte ich verdeckt ermitteln und es selbst herausfinden. Okay, 4 habe ich gefunden, 3 habe ich... Okay. Also das Ding ist ja riesig. Das würde da gar nicht hinpassen. Wir vielleicht noch. Machen wir eine Kopie? Ich will mal wissen. Es würde die Frakturstation mitnehmen, ne? Patient ist abgelevelt. Dann können wir im Prinzip das bearbeiten. Ja. Hierin. Ja, ich weiß nicht, was da verkauft wird, ehrlich gesagt. Es ist mir aber auch ein bisschen Latte. Dann kommen hier noch silberne Bänke hin. Dann kommt Kopieren. Ich weiß, die Tür muss jetzt ein bisschen anders. In der Kryptologie wird ein Krankenpfleger benötigt. So, wann kommt hier das Café hin? Und da. Ja, passt doch. Mit zu viel Marketing. Nein. Geisterjäger. Ich mag den Hausmeister. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Passt das soweit ganz gut? Ich denke schon, ne? Ja, jetzt habe ich es ein bisschen arg übertrieben. Mitarbeiter werden auch gerade nicht geheilt. Also, Leute. Wieso werdet ihr nicht geheilt? Sagt man das? Halt. Gut, ich lasse sie gerade auch immens durch die Gegend laufen, um sich heilen zu lassen. Das ist schon ein bisschen krass. Ja. Vielleicht können wir ja so den einen oder anderen nach Hause beziehungsweise zum Onkel Doktor schicken. In die Behandlung. Ich hatte, glaube ich, 80%, ne? Dass sie bei 80% in die. Bei 80% Diagnose rübergeschickt werden, ne? Und wir brauchen hier die Leute, um die zu heilen. Besucht das Café. Naja gut, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. 24 Heilungsrate. Was sagt denn meine Übersicht? Da wollte ich. Richtlinie. 80% Warteschlange. Ist vollkommen in Ordnung. Die Sachen hier warten auf einen Hausmeister, der sich ihrer annimmt, wieder heile macht und fertig. Ich will ja auch nicht, dass sie mir die Sachen hier kaputt gehen. Eigentlich ist es wahrscheinlich ratsamer, die ganzen Leute sich infizieren zu lassen.
Ah, das habe ich nicht geschafft. Die ganzen Leute sich was weiß ich heilen zu lassen und dann erst mit der Desinfizierung anfangen. Aber ich habe Angst, dass das dann so überhand nimmt. Diagnose und kommt Diagnostik 3. Hier, yeah, küsst ihr mit. Dann haben wir jetzt Geisterjäger. Epidemiewarnung. Fitness hier. Oh fuck, Fitness hier. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Alles bloß kein Fitness hier. Zwei habe ich. Du lässt noch ganz normal. Die Tatsache, dass die Geister rumrennen, ist sehr unproduktiv. Es passiert nicht oft, dass sich Agathas Fear, die eigenbrötlerische Leiterin, zehn. Jetzt sind schon zehn. In der Öffentlichkeit blicken lässt. Aber Patienten eines örtlichen Krankenhauses konnten heute einen Blick auf sie erhaschen, als sie die Klinik besuchte. Ob sie auch versucht hat, jemanden einer Gehirnwäsche zu unterziehen, ist nicht bekannt. Acht. Du nicht. Stopp. Aber du. Immer noch 7. Sechs. Ich finde sie einfacher zu erkennen, wenn sie laufen. Scheint hier noch ganz langsam zu gehen. Der läuft gechillt. Du bist aber infiziert. Schon wieder 6. Wo sind die denn alle? Bitte trennen Sie keine lebenserhaltenden Krankenhausgeräte von der Stromversorgung. Jetzt sind es nur noch 2. Die Schildkröte. Nun bist du es doch bestimmt auch. Nee. Schade. Hätte sein können. Nur noch einer. Einer, der das Ganze hier zum Fallen bringen kann. Ich finde ihn nicht. Der braucht nur einen anzuhusten und schon infiziert er mir alle. Ja, das kann man machen. Oh, verdammt hier. Meine Forschung. Krankenpflege zur Farbtherapie, bitte. Oh Gott, ich hasse die Geister gerade so sehr. Okay. Ich habe aber doch so viele Hausmeister. Wo sind die denn? Jeder meiner Hausmeister kann. Bis jetzt sind mir schon 2 wieder infiziert. Ich frage nur, wo sind denn halt die 2? Ja.
Die rennen jetzt hier alle noch so blöd rum. Ein Hausmeister wird zur Reparatur der Abrundungseinheit gerufen. Ja, nicht nur da, meine Freunde. Nicht nur da. Sondern hier können wir gleich alle. So, es sind immer noch zwei. Wo zum Geier? Das war. Er hat die falsche Diagnose bekommen. Ein Hausmeister zur Reparatur der Ausgrabungsstätte, bitte. Ich wurde soeben von einem Patienten aus einem örtlichen Krankenhaus angerufen. Der berichtet, dass sie soeben ein Erdbeben erlebt haben. Na, entweder das oder die experimentellen Behandlungen laufen dort völlig aus dem Ruder. Ich versteh's nicht. Wo sind die zwei? Wo steckt ihr? Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Spritzmeisters gerufen. Wir sehen doch alle ganz normal aus. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Ich verstehe es nicht. Wo die sein könnten. Vielleicht? Nee. Achtung! Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Und die Hausmeisterin. Oh, geschafft. Geschafft. Epidemie eingedämmt. Alles wie gehabt. Das ist sehr schön. So, die zwei. Entlader. So, jetzt überlege ich gerade, wie kriegen wir mal eine Krankenhausstufe hoch? Weil bis jetzt ist ja auch noch gar nicht so viel. Heilungsrate, Hygienewertung. Was ist denn hier? Was ist denn unhygienisch? Ja, aus dem Bausch halt das eine oder andere noch damit hin. Da noch einer hin. Hausmeister zur Reparatur des Fahrrades, da noch einer. So. Ich verstehe gerade nicht so ein bisschen, was das soll, aber okay. Was soll denn das heißen? Handtrocknen. Warte mal. Objekte. Handtrockner. Weiterbildung abgeschlossen. Gut, dass diese Radiokabine luftdicht ist. Wie ich höre, ist eine neue Epidemie im Umlauf. Als chronischer Hypochonder verlasse ich den Sender erst, wenn sie ein Heilmittel gefunden haben. Und bis dahin gibt es mehr Musik wie diese hier. Hab ich denn noch? Achso, Müll. Ja, wahrscheinlich. Weil hier noch vielleicht irgendwo Müll rumliegt. Wir könnten hier nochmal so ein Spritzenhaus reinstellen. Ach, da haben wir ja schon zwei. Ist mir egal.
ins Reinpassbus rein. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. So, einstellen, Krankenpflege. Ob wir das denn hier einfach wegmachen. Und dann können wir einen aus dem Personal feuern. Nicht schon wieder Fitness hier. Im Marketing wird ein Assistent benötigt. So. Du bist schon Platz 1, das ist sehr gut. Und schon wieder Fitnessheber. Ich freue mich so. Du hey auch Fitnessheber. Könntest du jetzt mal ganz kurz, wie auch immer hier gerade rumschnieft, hör auf rumzuschniefen. So, ich weiß, die hat, mein Hausmeister hat. Du siehst schon so aus. Steht. Der Pantomime. Ah, 10 noch. Die neueste Ausgabe des Two Pine Squabblers gelesen? Natürlich nicht. Warum solltet ihr auch? Ihr seid intelligente Menschen. Deswegen hört ihr auch Harrison Wolfs Stunde der Wahrheit. 9. Das bloß nicht. Ich mach mal Kudosch. Was ist hier hinten? Wir laufen hier noch ganz normal. Oder zu sterben. Ich meine, würde ich auch ganz cool finden. Noch 5. Verdammt. Was soll's, wenn, selbst wenn die Epidemie jetzt nicht geheilt wird, wir sind schon ziemlich nah dran. Wenigstens das eine zu erfüllen. Ich habe auch nicht so die Heilungsdings hier gerade, ne? Das ist so krass. Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Aber okay, wir schaffen das irgendwie. Wir schaffen das schon. Die wimmeln mir hier ein bisschen zu viel rum, ehrlich gesagt. Das muss man ablehnen. Stopp.
Oha, jetzt wird es den Kopf an Kopf rennen. Entweder die Krankheit oder ich, meine Freunde. Entweder die Krankheit oder ich. Was ist mit dir los? Noch zwei. Bei einer wäre mir noch einer durch die Lappen gegangen. Einer ist mir durch die Lappen gegangen. Ach, was soll's. Da ist noch einer. Epidemie eingedämmt. Alles wie gehabt. Alles wie gehabt. Psychiatrie 2. Zurücksetzen. Ich bin ein bisschen unzufrieden, aber okay. Naja, das haben wir schon mal. Instandhaltung wird jetzt ein bisschen gepusht. Und wieso sind hier so viele? Ach, weil die alle in die Spritzenabteilung müssen. Ah. Vielleicht hätten wir lieber eine Spritzenabteilung noch bauen sollen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass wenn man im Prinzip in der Mitte des Krankenhauses, im Kern, die ganzen Diagnosegeräte einbauen. Und dann im Prinzip an den Seiten, also an den Seitengebäuden, eher so die anderen. So, das hätten wir dann schon mal. Die sind soweit gleich. Die Chirurgie muss gewartet werden. Ja, ja. So, Instandhaltung. Abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Ach, Teilnehmer. Ja, komm. Hauen sie raus. Das läuft schon. Ich möchte ganz gern auch das so hier so hinhauen, glaube ich. Bloß die Medikamente. Jetzt gehen wir noch brav alle durch. Damit denn die Hausmeister gleich was zu tun haben. So viel Zeit muss ja sein. Und ich meine, die sind ja... Verstehe es nicht, warum die immer alle so da hinten rumspringen. Das macht mich wahnsinnig. Wir haben ja eine Menge Hausmeister. Darf man ja auch nicht vergessen. Ich überlege gerade, ob wir nicht das eine Ding hier wegnehmen und dafür so ein zweites Spritzenhaus bauen. Aber wir sollen ja eh mehr Räumlichkeiten, ne? Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Fürchterlicher Fluch. Na, wo seid ihr denn? Ey, das ist nicht fair. Ach, der wäre eh abgebogen. Der wäre ja eh abgebogen. Für den Betrieb des
Yep. Aber die zwei müssen gerade mal ein bisschen pausieren. Wo sind die denn? Auf Radio Two Point. Sind schon fünf. Absolut hochwertiger Unterhaltung? Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Aber schön, dass ihr Ricky Hawthorne hier auf Radio Two Point hört. Wir legen gleich los mit dieser wunderschönen Nummer. Ich bin blind wie ein Fisch. Ich sehe hier gerade keinen, der als verfluchten Gang durchgehen könnte. Ach der. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ja, haha, ich bin auch schon dabei. Naja, ich meine, wir haben die Dings eh erledigt. Darum ist es mir auch ein bisschen Latte. Aber unser Ruf schadet dadurch, ne? Verdammt. Moment, ich muss eh mal Pause machen. Ah, ich habe schon wieder überzogen. Es tut mir so leid. Wenn man das Spiel spielt, ist man einfach durch. Hoppala. Das geht immer so schnell. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.